Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Mini-Kühlschränke mit Gefrierfach. Vorstellen möchten wir euch heute drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch mit drei unterschiedlichen Fassungsvolumina. Dabei haben wir ein 45, ein 86 und ein 90 Liter Modell. So sollte ein passender Mini-Kühlschrank für euch dabei sein. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle mit den Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen und schaut auch gerne mal nach dem Video in der Beschreibung vorbei. Unter diesem Video haben wir euch alle drei Kühlschränke verlinkt, wenn ihr mehr zu den Modellen erfahren oder einen der Kühlschränke vielleicht auch sofort bestellen wollt. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video und auch dem ersten Mini-Kühlschrank aus der Einsteigerklasse. Vorstellen möchten wir euch hier das 45 Liter Modell von Boman. Dieser Kühlschrank kommt mit einem kompakten quadratischen 46x45 cm x 50 cm Design und einem Fassungsvolumen von insgesamt 45 Litern. Aufteilen tut sich dieses auf ein 41 Liter Kühlfach und ein ganz kleines 4 Liter Gefrierfach. Nicht also so viel Platz, um hier Dinge zu verstauen. Wer aber wirklich vor allem ein ganz kleines Modell braucht, ist mit dem Boman Kühlschrank gut aufgehoben. Das Modell kommt nämlich nicht nur mit einem sehr hochwertigen und auch edlem Edelstahldesign und besitzt eine hochwertige Verarbeitung, sondern es kommt mit einer sehr leisen Betriebslautstärke, einem wechselbaren Türanschlag und justierbaren Standfüßen. Zudem mit einer sehr guten Innenraumaufteilung, mit einem wahlweise auch herausnehmbaren Fach und auch zwei Türfächern für weiteren Stauraum. Einstellen lässt sich die Temperatur dieses Mini-Kühlschranks stufenlos zwischen 0 und plus 8 Grad Celsius. Im Gefrierfach kann es dann natürlich etwas kälter bis minus 15 Grad werden. Egal also, ob zum Camping, als Minibars, im eigenen Wohnzimmer oder Gamingzimmer, der Boman 45 Liter Mini-Kühlschrank ist für viele Ansprüche gut geeignet. Mehr Infos zum Modell über den ersten Link in der Beschreibung. Dort kommt ihr direkt zur Produktseite, könnt alle weiteren Infos erfahren und diesen Mini-Kühlschrank auch zu euch nach Hause bestellen. Bleibt jetzt aber noch gerne dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir euch ja wie gesagt vorstellen. Als nächstes das 86 Liter Modell vom Hersteller Schick. Das Gerät kommt mit 50x47 cm in der Grundfläche und 84,5 cm in der Höhe. Es überzeugt durch sein schlichtes, modernes und rahmenloses Design. Dies sorgt für ein sehr edles Erscheinungsbild und erleichtert auch die Reinigung des Modells. Das verfügbare 86 Liter Volumen teilt sich in einen 61 Liter Kühlschrank und einen 25 Liter Gefrierschrank auf. Also eine Menge Platz, um hier Lebensmittel verstauen zu können. Das Modell arbeitet mit einem leistungsstarken Kompressor und bietet eine mechanische Temperaturregelung in verschiedenen Stufen. Des Weiteren kann uns das Modell durch eine sehr gut ausnutzende Innenraumgestaltung überzeugen. Das Regal im Kühlfach kann man in verschiedenen Höhen einstellen. Zudem gibt es eine große Frischhaltebox und auch seitliche Türablagen sowohl im Kühl- als auch Gefrierbereich. Des Weiteren besitzt das Modell nivellierbare Füße, eine wendbare Tür, die also sowohl links oder auch rechts angebracht werden kann, einen verdeckten Verdampfer für eine leichte Auftaufunktion und auch eine Einjahresherstellergarantie beim Kauf über den zweiten Link in der Beschreibung. Das Modell ist zudem in verschiedenen Größen, nicht nur in dieser 86, sondern auch noch in einer 117, 157 bis hoch zu einer 350 Liter Variante erhältlich, wenn es dann doch ein größeres Modell sein soll. Also schaut mal über den zweiten Link in der Beschreibung nach und bleibt jetzt auch noch gerne dran. Um das dritte und letzte Modell kennenzulernen, vorstellen möchten wir euch hier den Go Plus 90 Liter. Das Modell ähnelt sehr an das eben vorgestellte Modell von Schick, kann dann aber doch durch die ein oder andere Besonderheit noch einmal überzeugen. Zum Beispiel erstmal durch das etwas größere Fassungsvolumen, 90 Liter sind es hier insgesamt. Aufgeteilt sind diese in einen 63 Liter Kühl- und 27 Liter Gefrierbereich. Besonders kraftvoll und energiesparend ist das Modell durch den effizienten R600A Kompressor. Dieser sorgt sowohl im Kühl- als auch Gefrierbereich für eine sehr schnelle Kühlung. Im Kühlschrank kann man das Thermostat hier zwischen 0 und 10 Grad individuell einstellen und im Gefrierbereich bis minus 15 Grad. Die Stellfläche des Modells beläuft sich auf 48 x 49,5 cm und 86 cm in der Höhe. Überzeugend tut uns hier vor allem das hochwertige Material. Verbaut ist hier vieles aus Stahl, die Front ist auch aus hochwertigem Stahl und Glas mit gebürsteter schwarzer Optik. Das Modell ist auch in einem Weiß und Grau erhältlich, aber besonders in dieser schwarzen Variante gefällt es uns sehr gut. Auch dabei eine LED-Innenraumbeleuchtung, eine relativ leise Betriebslautstärke und auch die integrierten Griffe bei der Tür. Die Tür kann sowieso auf beiden Seiten links oder rechts montiert werden. Die integrierten Griffe sorgen dafür, dass das Modell ein noch hochwertigeres, aber auch effizienteres Design besitzt, da es hier keine Griffe gibt, die zusätzlich Platz wegnehmen. An den Türen besitzt das Modell auch abgerundete Ecken, was uns persönlich optisch sehr zusagt.
Auch im Innenraum kann man vieles einstellen. Die Glasablagen sind herausnehmbar und verstellbar. Dabei hat man unter anderem auch eine große Gefrierbox und Türablagen sowohl im Kühl- als auch Gefrierbereich. Das Besondere ist, dass diese Kühlablagen vor allem im Kühlbereich mit speziellen Halterungen für Dosen und Flaschen ausgerichtet sind, sodass hier erstens nichts herausfallen und zweitens man diese immer sehr leicht erreichen kann. Damit ist das Modell auch wunderbar für Wohnwegen oder generell für den mobilen Transport geeignet. Mehr Infos zum Go Plus 90 Liter Kühlschrank mit Gefrierfach über den dritten Link in der Beschreibung. Was die Kundendurchschnittsbewertung angeht, da handelt es sich hier auch um das beliebteste Modell im Vergleich. 4,7 von 5 möglichen Sternen hat das Modell im Durchschnitt erhalten. Wie gesagt, alles weitere über den dritten Link in der Beschreibung, aber auch das Bowman oder Chicken Modell haben wir euch dort unten, wie gesagt, mal verlinkt. Und wenn ihr jetzt noch eine Frage oder Anmerkung zu den Modellen habt, schreibt gerne einen Kommentar. Wir schauen, dass wir euch auch da weiterhelfen können. Ansonsten auch vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem neuen Kühlschrank.